Herzlich willkommen zu einem kleinen Infovideo. Es wurde nämlich was auf der Star Stable Analysenseite auf Facebook gepostet. Es ist nämlich recht interessant und viele Spieler kriegen das wahrscheinlich nicht mit. Deshalb, danke Fiona, Riley. Achso, okay, so. Was wird denn das jetzt? So, also ich fange mal an. Ich habe das von der Facebook-Seite Star Stable Analysen, also vielen Dank. Und ich will den Text einfach mal vorlesen und dann mal das Wichtigste zusammenfassen. Eine weitere Erneuerung bahnt sich in Star Stable an. Es wird in Zukunft Chat-Moderatoren geben. An dieser Stelle ein großes Dankeschön an Radioaktiv 3, die mir diese Information zukommen ließ und mir netterweise ihre englische Übersetzung zur Verfügung gestellt hat. Oh, die Riley ist glücklich mit mir. Schön. Also, es wird Chat-Moderatoren geben, die unseren Chat überwachen. Es klingt interessant. Also, der Artikel zu den Chat-Moderatoren existiert zum momentanen Zeitpunkt nur auf der schwedischen News-Seite. Ich werde für alle, die Englisch nicht so gut verstehen, hier nochmal eine deutsche Übersetzung schreiben. Chat-Moderatoren in Star Stable. Es gibt tolle Neuigkeiten. Wir sind stolz darauf, die erste Phase der Einführung unseres neuen Chat-Moderatoren-Teams vorzustellen. Ab dieser Woche werden die schwedischen SSO-Spieler noch mehr Sicherheit im Spiel haben, mit unseren neu zufällig platzierten Chat-Moderatoren. Hier ist alles, was ihr wissen müsst. Und ich lese auch die Anstriche vor. Punkt 1. Chat-Moderatoren werden zunächst auf den schwedischen Servern auftauchen, dann auch auf deutschen und auf anderen. Zweitens. Die Chat-Moderatoren werden anonym bleiben. Also wir werden sie nicht sehen und wir werden sie nicht identifizieren können. Und sorry, dass gerade eine Mail angekommen. Ach, egal. Also wir werden die Chat-Moderatoren nicht sehen. Die sind unsichtbar. Es sind höchstwahrscheinlich Geister. Es werden keine Spieler mit Pferd sein. Und wo die sind, das wissen wir auch nicht. Die Chat-Moderatoren werden zu zufällig gewählten Zeiten online sein und den Star Stable Chat beobachten. Sie sagen uns nicht, wo sie hin sind oder hingehen, weil sie sind kein Spieler. Die Chat-Moderatoren werden keinerlei Verhalten dulden, welches den Regeln SSOs widerspricht. Also keine bösen Wörter und so weiter, ne? Das ist ja jetzt auch noch so. Da bleibt die Frage für mich immer noch offen, was dann aus den Hashtag wird. Also, wenn man irgendein böses Wort schreibt, oder auch nicht böses Wort, was das halt einfach nicht mag, dann kommen diese Hashtags raus. Ihr wisst hoffentlich, was ich meine. Mich würde interessieren, ob das dann noch so bleibt oder ob das vielleicht ein bisschen gelockert wird. Das weiß ich nicht. So. Chat-Moderatoren werden euch entweder verwarnen oder bannen, wenn euer Verhalten den SSO-Regeln widerspricht. Genau. Kein Chat-Moderator wird euch jemals nach euren persönlichen Informationen, Passwörtern oder Login-Informationen fragen. Wenn irgendjemand fragt, dann ist das kein Chat-Moderator. Und der letzte Punkt ist auch wichtig. Die Chat-Moderatoren sind für eure Sicherheit da. Sie verdienen euren Respekt und falls ihr in irgendeinem Weg sucht, sie zu provozieren, werdet ihr entweder vom Chat gebannt oder euer Account wird gesperrt. Account sperren, keine schöne Sache, versucht es bitte gar nicht. Wir wissen, dass ihr den neuen Chat-Moderatoren den Respekt gebt, den sie verdienen und sie mit offenen Armen willkommen heißen werden. Wir alle im SSO-Hauptquartier sind sehr froh darüber, euch ein bisschen mehr Sicherheit im Spiel zu geben. Es ist unsere höchste Priorität, dass ihr euch sicher und glücklich im Spiel fühlt. Zusätzlich sind folgende Informationen bekannt. Die Chat-Moderatoren werden nicht nur in öffentlichen Chats, sondern auch Gruppen-, Freundschafts- und Club-Chats einsehen können. Mein Meerschweinchen quietscht. Super, das passt jetzt total gut hier rein. Erst ist eine Mail gekommen, dann quietscht mein Meerschweinchen. Ja gut. Also das Wichtigste war eigentlich, dass es Chat-Moderatoren geben wird, dass sie zufällig irgendwo platziert werden und dann aufpassen werden. Bei irgendeiner Missachtung werdet ihr gesperrt oder verwarnt oder was auch immer. Und passt auch in den Freundschaftsclub- oder Gruppenchats auf. Die sind nämlich nicht nur im Global- und Sag-Chat unterwegs. So, das war eine klitzekleine Info. Ich hoffe, euch hat es gefallen und bis zum
zum nächsten Mal. Tschüss.